Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Freunde, wir haben März und bald steht wieder gutes Wetter vor der Tür. Doch bevor wir mit dem ersten Teil unserer Top 3 Roadster-Reihe beginnen, möchten wir auf etwas Wichtiges aufmerksam machen. Die UNO-Flüchtlingshilfe benötigt aktuell Mittel, um humanitäre Hilfe an der Grenze zur Ukraine zu leisten. Solltet ihr den ein oder anderen Taler dafür übrig haben, haben wir euch einen Link in die Beschreibung gepackt. Danke. In diesem Video stellen wir euch 3 Roadster vor, welche man aktuell für einen recht soliden Kurs bekommen kann. 2 davon sind schon recht bekannt und einer eher weniger. Dranbleiben lohnt sich also. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Fangen wir mit einem bekannten und beliebten Modell an, welches in solch einer Auflistung natürlich nicht fehlen darf, der Mazda MX-5. Wir fangen mit der zweiten Generation an, dem Modell NB. Da dieser recht erschwinglich ist, während der beliebtere NA schon ein sehr teurer Klassiker ist, welcher in einem anderen Part mal thematisiert wird. Fangen wir mit den Basisdaten an. Der Mazda MX-5 der zweiten Generation wurde von Mitte 98 bis Ende 2005 gebaut. Insgesamt gab es 2 Motoren in dieser Bauzeit. Wir behandeln ausschließlich die Motoren, welche es auch in Europa zu kaufen gab. Den Anfang machte ein 1,6 Liter Sauger mit satten 110 PS und 134 Newtonmeter Drehmoment. Die Speerspitze stellte in Europa ein 1,8 Liter Sauger mit 146 PS und 168 Newtonmeter dar. Ihr denkt, dass das Werte sind, die heute nichts mehr vom Teller ziehen? Da habt ihr erstmal gar nicht so unrecht. Doch war der Mazda MX-5 auch nie dafür gedacht. Ursprünglich war er eher als chilliger Roadster für Spaß auf der Landstraße gedacht, um einfach die Sonne und das Leben zu genießen. Außerdem 110 bis 146 PS reichen bei einem Leergewicht von gerade mal so um die 1,1 Tonnen im Schnitt auch völlig aus. Vor allem, da diese auch komplett an die Hinterachse gehen. Sollte man mehr Wumms haben wollen, lässt sich der Motor aber auch relativ einfach aufladen. Wenn es einen den Aufwand und die Kosten wert sind, einen außergewöhnlichen Roadster zu bauen. Insbesondere gab es bei einigen Modellen die Option, ein Sperrdiff mit bis zu 40% Sperrwirkung dazu zu bestellen. Das Kofferraumvolumen beträgt ca. 144 Liter, reicht also völlig aus, um auch mal zu zweit in einen Kurzurlaub zu starten. Der Mazda MX-5 NB ist recht zuverlässig, sofern er immer ordentlich gepflegt wurde. Achtet auf die eingehaltenen Zahnriemenwechselintervalle alle 90.000 Kilometer. Wobei selbst ein Riss des Zahnriemens nicht mal ein Todesurteil darstellt, da die Motoren Freiläufer sind, also die Ventile und Kolben sich zu keinem Punkt berühren könnten. Ansonsten habt noch einen Blick auf den Rost, da dieser ein echtes Problem beim MX-5 NB sein kann. Man sollte immer auf eine Bühne fahren bei einer Besichtigung. Ansonsten könnt ihr das Fahrzeug ganz normal prüfen, Bremse, Zündung etc., ob alles normal funktioniert. Diesen ganzen Spaß könnt ihr aktuell, Stand 1. Quartal 22, für ca. 4.000 bis 8.000 Flocken haben. Kurz zwischendrin, wusstet ihr eigentlich, dass am 4. März das ganze Bavmo-Projekt 8 Jahre alt wurde? Krasser Shit. Wir danken euch auf jeden Fall dafür. Egal, ob ihr von Anfang an dabei seid oder erst seit kurzem. Danke für den Support. Kommen wir zum nächsten Fahrzeug, dem Mini Roadster. Dem kleinen Roadster aus dem Hause BMW und bekannt dafür, Go-Kart-Feeling zu übermitteln. Der Mini Roadster wurde von 2011 bis 2015 gebaut. Aufgrund der kurzen Bauzeit gibt es daher auch recht wenig Fahrzeuge davon. Eine sehr erfreuliche Sache beim Mini Roadster ist aber, dass es sie mit fast jeder Motorisierung aus seiner Modellreihe gab. So fing es beim 1,6 Liter mit 122 PS und 160 Newtonmeter an und endete erst beim John Cooper Works mit 211 PS und 260 Newtonmeter, was sehr, sehr viel Spaß im kleinen Roadster verspricht. Beim Mini gab es den Roadster aber auch als Diesel. Der Mini Cooper SD Roadster hat 143 PS und 305 Newtonmeter. Das Verdeck beim Roadster lässt sich manuell oder gegen Aufpreis teilelektrisch öffnen und schließen. Ein vollelektrisches Verdeck gibt es beim Roadster nicht. Wir empfehlen dringend das teilelektrische Verdeck, da der manuelle Schließmechanismus nicht gerade gut funktioniert, besonders wenn man etwas kürzere Arme hat. Bis Tempo 30 unterstützt einen dann dabei wenigstens die Elektrik. Die Designinspiration für den Mini Roadster hatte Gerd Hildebrand durch eine umgedrehte Baseballmütze.
was sich auch an der Linie des Fahrzeuges gut wiedererkennen lässt. Gerade mit höheren Motorisierungen ist der Mini Roadster ein absoluter Kurvenräuber, der gerade bei schönem Wetter sehr viel Spaß verspricht. Generell ist der Mini wie schon immer ein absolutes Lifestyle-Produkt. Sehr verspieltes Design und Go-Kart-Gefühl, was man entweder hasst oder liebt. Mit 240 Litern Kofferraumvolumen hat er aber auch den absolut größten Kofferraum in unserem heutigen Trio. Damit kann man easy peasy in den Urlaub fahren und das gute Wetter schon auf dem Weg genießen. Nachteil ist allerdings, dass er auch der teuerste in unserem Trio ist, in der Anschaffung und auch im Unterhalt. Je nach Motorisierung und Ausstattung liegen wir bei Mini Roadster zwischen 10.000 bis 18.000 Taler. Das Verdeck ist recht laut, da es nicht sehr gut gedämmt ist. Die restlichen Probleme sind aber überschaubar. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Leistung entsprechend voll vorhanden ist, da die Valvetronic öfter mal spinnen kann. Achtet auch darauf, dass keine Lager ausgeschlagen sind, denn durch die meist sportliche Fahrweise wird das Fahrwerk oft in Mitleidenschaft gezogen. Kommen wir nun zum letzten im heutigen Video, der Daihatsu Kopen. Ein wahrer Exot im Roadster, nein, sogar generell im Fahrzeugbereich in Deutschland. Der Kopen ist nochmal deutlich kleiner als die zwei vorherig genannten Fahrzeuge und zählt schon eher zu den Kleinstfahrzeugen wie zum Beispiel ein VW Up oder ähnliches. In Japan nennt man diese Mini-Autos auch Kai-Cars. In Deutschland erreichte der Kopen uns im Jahre 2005, allerdings erst 2006 auch als Linkslenker. Eingestellt wurde der Kopen 2010. Trotz seiner Größe hat der Kopen ein Hardtop, was der Ganzjahrestauglichkeit zugutekommt. Bei geschlossenem Dach hat er sogar ein Kofferraumvolumen von ganzen 210 Litern. Durch das Hardtop sinkt es bei geöffnetem Dach aber leider nur noch auf 14 Liter. Dazu ist der Kopen ein echtes Leichtgewicht. Er wiegt kaum mehr als ich, denn mit 850 Kilo Leergewicht sind wir sogar nochmal deutlich unter einer Tonne. Es gab zwei Motoren, einen mit massiven 0,6 Litern und 68 PS und einen mit 1,3 Litern und 87 PS. Das klingt erstmal nicht nach viel, ist es auch gar nicht. Allerdings runtergebrochen auf das niedrige Gewicht reicht es auch aus für so einen kleinen Flitzer. Mit Rost hat man dank Aluminium und guter Versiegelung eigentlich gar keine Probleme beim Kopen. Dennoch sollte man immer ein Auge drauf haben. Achtet darauf, dass das Dach richtig eingestellt ist. Dieses verzieht nämlich gerne mal und fängt dadurch an, Geräusche zu machen. Selbiges gilt auch für die Motorhaube. Achtet auch darauf, ob das Getriebe im kalten Zustand hakt. Damit hat der Kopen nämlich leider auch öfter mal zu kämpfen. Der 1,3 Liter Motor ist eher zu empfehlen, da es den 0,6er nur als Rechtslenker gab. Was sich hier in Deutschland eher bescheiden fahren lässt. Beim 1,3er hat man auch Großserientechnik, da dieser aus dem Toyota Yaris stammt und Toyota ja für die Zuverlässigkeit bekannt ist. Noch dazu ist er in der Anschaffung recht günstig und im Unterhalt erst recht. Der Kopen ist auf dem Gebrauchtwagenmarkt recht selten, pendelt sich dann aber etwa bei 3.000 bis 9.000 Scheinchen ein. Für Fans von kleinen Flitzern oben ohne definitiv ein Blick wert. So Freunde, das war Part 1 von unseren Top 3 Roadstern. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und freuen uns darüber, wenn ihr uns einen Daumen aktiviert und die Glocke hochdrückt, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen, eure Bavmo Crew.